Wisst ihr, was in der Eierproduktion mit den männlichen Bibeli passiert? Kaum sind sie geschlafen, sie werden vergaset, weil man sie nicht brauchen kann. Österreichische Bio-Eierproduzenten haben jetzt gesagt, das wollen wir nicht mehr, jetzt Schluss mit dem Vergasen. Und sie haben es durchgezogen. Und wir vom Kassensturz fragen heute Abend, auf was warten eigentlich Schweizer Produzenten? Wir machen das ein bisschen später in dieser Sendung. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Kassensturz. Wenn ihr dringend noch ein Ticket wettet für die Fußball-Europameisterschaft, dann geht ihr vermutlich online und gebt ein, so etwas in der Art, wie ich es mache, EM-Tickets 2016. Und dann kommt auf der Ergebnisseite der oberste Link von einer Seite via GoGo Euro-Tickets 100% garantiert. Via GoGo, ein ganz grosses Portal, habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, vielleicht auch schon gehört. Und das via GoGo, das kommt daher wie ein offizieller Ticketverkäufer. Da gibt es Billets für Konzerte, es gibt Billets für Theater, für Open Air und eben auch für Sportveranstaltungen, wie zum Beispiel die Fußball-EM. Die Kassensturz-Zuschauerin Nicole Müllematter hat bei ViaGoGo auch schon bestellt. Ob sie wieder das machen würde, im Beitrag von Adrian Zehnder. Tickets für die Euro. Das Angebot im Internet ist riesig. In der Offensive die Firma ViaGoGo. Sie verkauft EM-Tickets, zum Beispiel Schweiz gegen den Gastgeber Frankreich. Fußballfans finden hier Tickets für alle möglichen Kategorien. Bei ViaGoGo hat auch Nicole Müllematter Karten gekauft für ein Bundesligaspiel im Februar. Sie zeigt dem Anbieter die rote Karte. Überall anders, nur nicht bei ViaGoGo bestellen. Es handelt sich um Tickets von Borussia Dortmund. Nicole Müllematter kauft das Geburtstagsgeschenk für ihren Mann 4 Monate vor dem Match. Kostenpunkt 275 Franken. Das Spiel in Dortmund rückt näher, aber ViaGoGo liefert die Billette nicht. Die Zeit wird knapp. Ich habe 2 Tage vor der Abreise das erste Mal etwas gehört von ViaGoGo. Es habe Probleme gegeben mit der Lieferung, aber sie schicken mir die Billette ins Hotel, schicken, das wir gebucht haben. Und das war für uns einfach blöd. Wir haben nicht gewusst, was uns erwartet. Wir haben nicht gewusst, ob wir die Bille haben, wenn wir dort ankommen. Und sie sind recht in die Luft gehangen. Ja. Es klappt im letzten Moment dann doch noch. Die Tickets wurden ins Hotel geschickt. Auf diesen steht der Originalpreis. 16,70 Euro wäre der Stückpreis für das Bille. Und ich habe mich dort völlig lumpen. Ich habe 254 Euro gezahlt, habe gemeint, das sei angemessen. Aber ich habe 200 Euro zu viel gezahlt. Und ich hasse, wir müssen zusammensparen, lang, dass wir gehen können und das schmerzt. Ja. Immerhin, die richtige Mannschaft gewinnt. In Erinnerung bleibt aber vor allem die Zitterpartie vor dem Spiel. Auch für den Beschenkten. Also, was ViaGoGo abgeliefert hat, der Kundenservice, das ist ein sehr grosses No-Go, was sie gemacht haben. Dass man sie nicht einmal erreichen kann über eine Nummer. Das ist eine Unverschämtheit und dann so teuer zu sein, dass man gar keine Qualität anbelangt gegenüber dem Kunden. Also absolut kein Service. Für mich war das Schlimmste an dieser ganzen Sache, dass ich nicht gewusst habe, ob ich meinem Mann die Freude machen oder nicht. Das war für mich das Schlimmste. Kassensturz kennt noch ein gröberes Foul von ViaGoGo. 2 Tage vor einem Bundesligaspiel schreibt ViaGoGo einer anderen Kundin, wir möchten uns entschuldigen, dass Ihre Tickets nicht zugestellt worden sind. Man suche zwar nach Ersatztickets, möglicherweise komme es aber zu einer Rückerstattung des Ticketpreises. Die Kundin muss Zug und Hotel annullieren und bleibt auf den Kosten von 250 Franken sitzen. Dabei verspricht ViaGoGo die pünktliche Lieferung spätestens 3 Tage vor dem Event. Und auf der Website steht klipp und klar, alle Tickets sind zu 100% garantiert. Der Tickethändler stellt seine Kunden ins Abseits. Zumindest fragwürdig ist auch das immense Angebot an EM-Tickets. Die UEFA stellt die Euro-Tickets auf den Namen der Käufer aus und verbietet den Weiterverkauf. Die Schweizer Online-Börse Ricardo stoppte aus diesem Grund letzte Woche den Handel mit EM-Tickets auf der Plattform.
Der Einlass ins Stadion sei mit Tickets unter fremdem Namen nicht garantiert, so die Begründung von Ricardo. Viagogo hingegen verkauft die möglicherweise unbrauchbaren Tickets weiterhin. Die fußballbegeisterten Müllematters freuen sich auf die EM. Aber von unseriösen Ticketanbietern lassen sie sich nicht mehr austrippeln. Also, die UEFA sagt, es gibt nur noch persönliche Tickets, was der Name draufsteht, von dem, was gekauft hat. Und weiterverkaufen ist verboten. Das heisst, mit anderen Worten, auch auf Viagogo dürfte es eigentlich keine solchen Tickets mehr geben. Dazu sagt uns Viagogo allerdings genau nichts. Zum zweiten Fall hingegen schreiben sie uns, dass der Verkäufer nicht in der Lage war, die Tickets zu liefern. Das ist etwas, was selten passiert. Die Kundin hat ihr Geld allerdings zurückbekommen. Was sagt ihr zu diesem Thema, meine Damen und Herren? Habt ihr Ähnliches erlebt mit diesem Portal oder mit anderen Ticketportals? Die Debatte ist eröffnet auf unserer Internetseite. Ihre Meinung heisst die Rubrik Adresse srf.ch/Kassensturz. Der Rekord liegt bei 56%. 56% Luft in einer Packung. Der traurige Rekordhalter ist der hier. Ihr könnt euch vielleicht erinnern. Einmal ziehen. Ein Haufen Luft. Vor etwa 4 Wochen haben wir hier im Kassensturz Packungen präsentiert, die zu einem grossen Teil aus Luft bestehen. Und Katrin Winzerried hat euch dann gefragt, findet ihr ein Produkt, das noch mehr Luft drin hat als hier in diesem Einmalziehen? Und ehrlich, ich hätte es nicht geglaubt, aber tatsächlich, in anderen Produkten wird uns noch mehr Luft verkauft. Ihr habt es herausgefunden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr habt uns eingedeckt mit weiteren Beispielen. Ganz ein grosses Merci dafür. Drei der schlimmsten stehen jetzt hier auf meinem Pult im Rampenlicht. Drei, die definitiv an Mogelpackungspranger gehören. Beispiel 1. Vitafor. Das ist so ein Mittel, das Darmtätigkeit irgendwie anregen soll. Das ist das Röhrchen, das ist 8,3 cm hoch, aber nur 3,5 cm gefüllt. Wir haben es nachgerechnet, das gibt viel Leere und 60% Luft. Das hat uns übrigens Frau Ilona Spiess geschickt. Zweites Beispiel, bekommen vom Philipp Reiser aus Zürich. Im Kopi gekauft, Riso Venere. Schachtel 16 cm hoch, aber nur zu 6 cm gefüllt. Ihr könnt es nachrechnen, 62,5% Luft bei diesem Beispiel. Und noch übler, das sind Popcorn aus dem New Asia Market. Christian Mattis hat uns das geschickt. Da könnt ihr selber schauen, dass er spricht für sich. Da, so sieht es noch gut aus im Moment. Dann macht man aber so und schwupps, es ist schon fertig. Und schaut mal drin, wie viel oder wie wenig das da drinnen ist am Material. 75% Luft. Die Frage jetzt natürlich, machen die Hersteller das nur, für das wir Kunden das Gefühl haben, es sei noch mehr drin oder es sei mehr drin, als wirklich drin ist? Oder gibt es halbwegs vernünftige Gründe dafür? Antworten haben wir bekommen von den Verkäufern. Vitafor sagt, die Packung die müsse so gross sein, wegen dem Text, der drauf muss. Und zwar auf Deutsch und Französisch und der in einer bestimmten Schriftgröße. Wir nehmen es so zur Kenntnis. Coop sagt, der Coop argumentiert auch mit der Information vom Kunden und sie brauchen nach Möglichkeit handelsübliche Grössen von diesen Packungen. Das sind günstiger. Sie wollen aber immerhin überprüfen, ob es allenfalls auch etwas kleiner geht. Weitere Beispiele, die ihr uns geschickt habt, meine Damen und Herren, und wo uns ziemlich viel Luft verkauft wird, gibt es auf unserer Internetseite. Es gibt kaum etwas so Herziges wie frisch geschlafene Bibeli. Ich könnte wetten, dass ihr jetzt daheim vor dem Fernseher oder vor dem Bildschirm gesagt habt, jö, schau mal, wie herzig das die aussieht. Die hier bei uns im Kassensturzstudio sind vor 3 bis 5 Tagen geschlafen. Statistisch gesehen, von denen, die ihr hier vor euch seht, knapp die Hälfte sind Weibli, gut die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte davon sind Männchen. In der Eierproduktion kann man die männlichen Küken nicht brauchen. Das ist völlig logisch, sie legen keine Eier. Man kann die Männchen aber auch nicht mästen, also es gibt auch keine Alternativen, weil sie nicht genug schnell zunehmen. Sie sind wirtschaftlich gesehen nutzlos. Und darum ist ihr Leben vorbei, kaum hat es angefangen. Sie werden kurz nach dem Schleifen vergaset. Wie das gemacht wird, das sehen wir jetzt gerade.
Es ist natürlich kein schönes Schauen. Und vielleicht dreht ihr euch jetzt weg vom Bildschirm. Aber eigentlich sollte man ja genau das nicht machen, auch wenn es unangenehm ist. Sondern es ist wichtig, dass wir Eieresserinnen und Eieresser das zur Kenntnis nehmen. Millionen männliche Bibeli werden bei uns in der Schweiz jedes Jahr so vergasen. In Österreich haben die Bio-Eierproduzenten gesagt, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen das Vergasen nicht mehr. Wir vom Kassensturz fragen, warum passiert in der Schweiz nichts? Warum können Schweizer Produzenten nicht, was die Österreichischen können? Roger Müller. Hinter diesen roten Türen wächst Leben heran, massenweise. In der Brüterei von Manfred Söllradl brüten 720.000 Hühnereier. Hier lagern die Eier bei knapp 38 Grad in diesen Kästen, sogenannten Vorbrütern. Die Brüterei und Eihandelsfirma Die Eiermacher, eine Stunde von Salzburg entfernt, steht an der Spitze einer möglichen Revolution. Das zeigt sich einige Türen weiter im Schlupfbrüter. Hier schlüpfen nach 21 Tagen die Küken. Je zur Hälfte Babyhennen und Babyhähne. Die weiblichen Küken verkauft Manfred Söllradl als Legehennen an Bio-Eierproduzenten. Die Männchen werden nie Eier legen. Sie wurden deshalb bis vor kurzem gleich nach dem Schlupf aussortiert und getötet. Jetzt nicht mehr. Im Biobereich haben sich beide Brütereien geeinigt darauf, die männlichen Tiere leben zu lassen. Und wenn es heute in Österreich der Konsument ein Bio-Ei kauft, dann weiß er, dass das männliche Küken überlebt hat. Ein Meilenstein. Alle 600.000 männlichen Bio-Küken in Österreich werden heute aufgezogen. Das sind die männlichen Küken nach 9 bis 10 Wochen Mast. Heute Abend werden sie geschlachtet. Das Fleisch geht in den Detailhandel. Erstaunlich, denn für eine rentable Pullemast sind die Hähne eigentlich zu schlank, sagt Manfred Söllradl. Sie setzen zu wenig Fleisch an und brauchen zu viel Futter. Das ist auch ein Grund, warum man auch eine Querfinanzierung braucht über das Ei, damit man diesen Tieren ein schönes Leben geben kann, der 19 Wochen. Manfred Söllradl bringt uns nach Vorderstoder in den Kalkalpen zu einem Bio-Eierproduzenten. Hier legen die Hennen aus der Brüterei ihre Eier. Über 300 Eier sind es pro Jahr. Damit sind die Hennen äußerst produktiv. Das ist für Manfred Söllradl der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe eine Henne, was viele Eier legt, dann brauche ich auch weniger Legehennen. Und somit brauche ich auch nicht so viele Hähne. Und deshalb ist es wirtschaftlich oder ökonomischer, auf die Eiproduktion zu setzen und den Hahn akzeptieren, so wie er ist. Die Erkenntnis dahinter, eine Hühnerrasse zu züchten, die für die Pullemast und fürs Eierlegen gleich geeignet ist, ist kaum möglich. Nur dank dem Eierabsatz rechnet sich die Mast der Hähne. An dieser Branchenlösung arbeitet auch der Detailhandel mit. Wie hier bei Merkur können Konsumenten künftig das Fleisch der Junghähne etwa als Würste, Charcuterie oder Filets kaufen. Auch die Eier der Biolegehennen gibt es seit April. Bei Merkur und Billa unter einem speziellen Label. Eier mit Liebe gemacht. Aber auch Spar, die Aldi-Tochter Hofer und Lidl verkaufen künftig sowohl die Eier der Hennen wie auch das Fleisch von deren Brüder. Damit die Hähne leben, müssen die Eier teurer werden. Bei Merkur schlägt ein 6er-Pack von 3,09 Euro auf 3,19 Euro auf, um 10 Cent. In Österreich dürfen die männlichen Bio-Küken leben. Anders in der Schweiz. Fast alle Küken, auch Bio-Küken, sterben gleich nach dem Schlupf. 2,5 Millionen Jahr für Jahr. Für Tanja Kutzer von der Nutztierorganisation Karg Freiland nicht akzeptabel. Viele Küken enden so. Steif gefroren, verkauft als Tierfutter. An Zoos, Reptilienbesitzer oder Katzenhalter. Im besten Fall.
sofern sie als Tierfutter enden, denke ich, kann man das rechtfertigen, einfach weil sie dann noch einen Sinn erfüllen. Also sie sind nicht umsonst gestorben, sie landen in der Nahrungskette. Aber ein Teil dieser Küken wird eben nicht sinnvoll verwertet, sondern einfach verbrannt oder weggeworfen. Und das ist kein Zustand, den wir ethisch verantworten können. Vergast, weggeworfen, verbrannt. Viele Küken in der Schweiz sterben sinnlos. Ist der österreichische Weg die Lösung? Wir fragen nach bei den Detailhändlern. Goop geht einen anderen Weg. Man verkaufe in 90 Filialen die Produkte des sogenannten Zweinutzungshuhns. Auch für diese Eier sterben keine Küken, sagt Roland Frevel, Leiter Frischprodukte. Diese stammen aus einem Versuchsprojekt auf bald 4 Bauernhöfen. Anders als in Österreich soll diese Hühnerrasse beides gleich gut können. Die Hühner sollen genügend Eier legen und die Hähne sollen reichlich Fleisch ansetzen. Fachleute kritisieren aber, Hahn und Henne seien ineffizient und blieben eine Nischenlösung. Goop entgegnet. Auf der einen Seite werden wir die Versuche weiterführen. Wir haben positive Resultate, darum treiben wir die Versuchsanlage weiter. Auf der anderen Seite beobachten wir sehr genau, was auf der technologischen Seite passiert. Das heisst, im Bereich von der Geschlechtserkennung im Ei. Das könnte ebenfalls eine Lösung sein, zum Verhindern vom Töten der männlichen Küken. Darauf wartet die Branche seit Jahren. Die Geschlechtserkennung im Ei mit Laser. So könnten Brütereien männliche Eier aussortieren und an die Lebensmittelindustrie verkaufen. Das Problem, das Verfahren funktioniert erst im Labor und ist noch nicht massentauglich. Die männlichen Küken aufziehen statt töten? Migros will das Problem der Eintagsküken lösen, bleibt aber vage. Migros schreibt, wir verfolgen einen ähnlichen Weg wie die Österreicher. Wir rechnen damit, dass die Ergebnisse unserer Forschung noch dieses Jahr vorliegen werden. Entsprechen diese unseren Vorstellungen, werden wir die Umsetzung rasch angehen. Bei Gallo Swiss, der Vereinigung der Eierproduzenten, glaubt man nicht an eine Lösung des Problems. Schließlich habe Österreich auch nur 10% seiner Eierproduktion umgestellt, sagt Verbandspräsident Jean Ullmann. Ein männliches Küken wird niemals Fleisch ansetzen, so wie ein Mastbulle. Und da gibt es Probleme nach einem in der Schlachterei. Oder? Und nachher ist auch noch die grosse Frage, wer kauft nachher das Küken, oder? Und kann man das wirklich umsetzen? Karg Freiland sagt, ja, im Biobereich. Die Organisation hat das Label Henne und Hahn lanciert. Für diese Eier mussten keine Küken sterben. Bauern mästen auch die Junghähne nach österreichischem Modell. Aber es sind erst 2 Höfe dabei. Karg Freiland fordert nun auch für Schweizer Bio-Eier eine Branchenlösung wie in Österreich. Aber es müssten natürlich alle an einem Strang ziehen, damit wir die gesamte Biobranche umstellen können. Das heißt, die Brütereien müssten auf andere Elterntierlinien gehen. Wir bräuchten einen Schlachthof, der in der Lage ist, die entsprechende Menge an jungen Hähnen dann auch zu schlachten. Und der Detailhandel müsste natürlich auch bereit sein, die Tiere entsprechend zu vermarkten. Und das wäre möglich in einem vernünftigen Zeitraum? Das wäre innerhalb von 2 Jahren sicher kein Problem, das umzusetzen. Ein Ende des Kükensterbens? In der Schweiz wird geforscht und gezweifelt. In Österreich gehandelt. Wer die Hähne nicht mehr töten wolle, finde einen Weg, sagt Manfred Zöllradl. Seine Firma hat etwa ein altes Schlachthaus gemietet und für Junghähne umgerüstet. Es wird kein Zurück mehr geben, so wie wir in Österreich die Hühner nicht mehr in den Käfig reinsperren. So werden wir im Biobereich mit Sicherheit nicht mehr die Hähne in nächster Zeit wieder töten. Also das Projekt ist durch und der Konsument oder unsere Kunden sagen, okay, das wollen wir. In Österreich wird seit Anfangsjahr in der Bio-Eierproduktion kein männliches Bibeli mehr vergaset. In der Schweiz sind wir von dieser Lösung noch weit entfernt. Darum jetzt ein paar Fragen an einen Vertreter von BioSuisse. Er heißt Hans Ramseier, ist Leiter von der Qualitätssicherung und Entwicklung. Guten Abend, herzlich willkommen im Kassensturz, Herr Ramseier. Guten Abend, Schmetzer. Herr Ramseier, stellen wir uns mal vor, es kommt zu euch jemand, der Eier produzieren für euch und sagt, ich will Eier produzieren. Mein Geschäftsmodell sieht so aus. Mit den Weibchen legen wir Eier, die Männchen vergasen. Was würdet ihr dem antworten? Für uns ist es ganz klar, dass es ethisch
überhaupt nicht vertretbar ist, so ein Vorgehen. Knospen die steht ja schließlich für artgerechte Tierhaltung im Gleichgewicht und darum ist jetzt definitiv der Moment da, wo man die Praxis muss ändern in der Schweiz. Also der würde dem, wo ich den Vorschlag würde machen, heute würde ihm sagen, es kommt überhaupt nicht in Frage. Wir würden dem sagen, das ist ein Auslaufmodell. Innert nützlicher Frist wird das ändern und dann werden wir für einen Bio-Bereich eine Branchenlösung anstreben, wie es in Österreich der Fall ist, dass das nicht mehr möglich ist bei Bio-Eier. Also ehrlich ist das ein Skandal. Das ist ein Skandal, der seit Jahrzehnten selbstverständlich läuft. Klammer nicht nur im Bio-Bereich, sondern auch bei der konventionellen Eierproduktion. Klammer dazu. Ein Skandal, wo man jahrzehntelang zugeschaut hat. Ja, das ist für uns auch etwas erstaunlich, wenn man jetzt das hier anschaut. Aber es ist einfach eine wirtschaftliche Realität, dass sich die Rassen so entwickelt haben, dass mittlerweile die Männchen von diesen Legehennen einfach nicht mehr wirtschaftlich sind. Und im Bio sind wir in diesem Bereich auch nicht abgekoppelt von der übrigen Landwirtschaft. Aber als Konsument würde man sagen, okay, gut, was die im Konventionellen machen, das ist ja noch eins. Aber Bio, wo etwas besser sein, wo etwas tiergerechter sein, dass der das nicht früher anders gemacht hat? Ja, wir sind da schon lange am Initiativen starten und am Projekt. Man hat im Bericht vorher gesehen. Zwei Nutzungshühner haben wir Rassenversuchen unterstützt. Nachher haben wir auch jetzt neu in der Biobranche das Henne- und Hahn-Projekt gestartet. Also der Konsument, die Konsumentin kann jetzt schon Eier kaufen und Fleisch kaufen von Biohühnern. In einem ganz kleinen Bereich. Also es ist, die Idee im Moment ist es Österreich, es müsste flächendeckend sein. Es gibt praktisch, also nein, nicht praktisch, sondern in Zukunft gibt es eigentlich keine anderen Bio-Eier mehr in Österreich. Und das ist ja das Gute, weil wenn man den Bio-Eier will, dann muss man die kaufen und ist auf der guten Seite. Das ist richtig. Wir haben in der Schweiz lange auch gehofft auf das angesprochene Verfahren der Geschlechtsbestimmung, wo man die männlichen also gar mit, nicht mit Laser müsste. Und mit Mikroskop, wo man ins Ei hineinschaut. Ja. Dann müsste man die männlichen Küken gar nicht ausbrüten. Ja. Und aber das ist natürlich das ist wirtschaftlich und ökologisch ist das natürlich die nachhaltigste Lösung. Ja. Und wir haben dort lange zugeschaut. Wir haben uns lange auch vertrösten von diesen von den Leuten, die das Verfahren entwickeln. Sie heissen, in 2 Jahren haben wir es, vor 5 Jahren. Und vor 3 Jahren, in 2 Jahren haben wir es. Und wir haben letztes Jahr nachher beim Bioforschungsinstitut einen Studienauftrag gegeben. Ja, wo sind wir jetzt hier wirklich? Wie geht jetzt das weiter? Und es ist klar herausgekommen, man kann im Moment nicht sagen, wenn das Verfahren marktreif ist. Gut, jetzt in Österreich, wir haben es gesehen, im Beitrag haben sie gesagt, so, wir mögen jetzt nicht mehr. Es muss jetzt einfach jemand her, der sagt, das geht einfach jetzt nicht mehr. Nach diesen Jahrzehnten, man muss es einfach wollen. Und jetzt, verstehe ich richtig, jetzt weiter. Jetzt ist der Moment da, im Rückblick betrachtet, ja, hätte man das vorher machen müssen. Ja. Das ist immer einfacher. Aber jetzt ist der Moment und die Einladungen sind raus. Die Bio-Eier-Branche trifft sich im August das erste Mal. Und bis Ende Jahr haben wir entschieden, in welche Richtung es geht. Geht es in Richtung Aufzucht von den männlichen Legehennen, Gückeln, oder geht es in Richtung Zweinutzungshuhn? Aber auf jeden Fall haben wir bis dann einen Fahrplan, wie lange das. Gut, ich wollte es ganz konkret hören, welche Schritte ihr macht. Vorher noch schnell einen Blick auf unsere Umfrage, die auf unserer Internetseite im Moment läuft. Die zeigt, dass die Leute eigentlich ziemlich bereit wären, ein bisschen mehr zu zahlen. Wir haben gefragt, wer würde überhaupt nicht mehr zahlen. Das sind 6%, 5 Rappen mehr pro Ei, 13%, 10 Rappen mehr pro Ei, 26%, sogar 40 Rappen. Ist ermutigend. Es ist ermutigend. Es ist eine super Voraussetzung und wir brauchen die Unterstützung. Wir können das nicht als Bio-Produzenten selber durchziehen. Plötzlich 500'000 mehr Göckeln irgendwo am Markt platzieren. Da braucht es Ställe, da braucht es Verarbeiter, da braucht es Detailhändler und es braucht am Schluss auch Konsumenten, die Produkte kaufen und den kleinen Mehrpreis nachher auch zahlen. Okay, fassen wir zusammen und ganz konkret, und ich betone, das ist News, das habt ihr noch nie erzählt, also das ist jetzt etwas, was ihr jetzt laut und deutlich sagt und er auch müsst machen. Was sind die ersten Schritte jetzt? Die Einladung ist draußen. Wir treffen uns mit der Bio-Eier-Branche im ersten Mal im August. Bis Ende Jahr wissen wir, was durchgeht. Grossverteiler. Und wir haben einen Fahrplan. Grossverteiler sind dort dabei. Migros tönt nicht so, als würde sie jetzt Nein sagen und Coop tönt auch nicht so, als würde sie Nein sagen. Signal sind sehr positiv.
sind sehr positiv, was wir da gehört haben. Ja. Auf dem können wir aufbauen. Und da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir bis in 2 bis 3 Jahren auch definitiv keine männlichen Bio-Göttchen mehr essen. Könntest du noch genau sagen, etwas, was uns Hoffnung macht, ab wann wird es in der Schweiz keine Eier mehr geben aus Produktion, die Männchen müssen sterben? Da kann ich noch kein Versprechen abgeben. Das ist abhängig von den Grossverteilern, von den Verarbeitern, was hier in der Schweiz in diesem Umfeld möglich ist. Und von dem Power, den ihr ansetzt, um sie zu überzeugen, wie das Beispiel Österreich zeigt. Wir geben Vollgas. Und ich sage merci für die Zeit und für das Gespräch bei unserem Kassensturz Hans Ramseier. Merci, ja. Oh. Was stimmt hier nicht? Genau. Normalerweise essen nicht die Chips, die Fernsehen machen, sondern die, die Fernsehen schauen. Also, könnt ihr haben. Die Frage ist allerdings, welche Chips? Ein Teil der Antwort ist klar. Paprika-Chips, ihr seht sie da, das sind die, die bei uns in der Schweiz am meisten gegessen werden. Aber Paprika-Chips sind nicht einfach Paprika-Chips. Und darum stellt sich die nächste Frage, gerade so kurz vor der Fußball-EM nicht zu unterschätzen, welche sind die besten? Für diese Frage zu beantworten, sind nicht nur wir vom Kassensturz im Einsatz gewesen, sondern auch ihr. Hunderte von Degustatorinnen und Degustatoren haben sich bei unserer grossen Publikumsdegustation mit den solchen Chips-Proben am vorletzten Samstag beteiligt. Der Beitrag von der Maren Kegi und der Nadine Wotli. Im Zürcher Einkaufszentrum Seal City öffnen die ersten Geschäfte. Auch das Kassensturz-Team baut auf für die große Paprika-Pommes-Chips-Degustation. Hunderte Tester sollen ermitteln, welches sind die beliebtesten Pommes-Chips der Schweiz. Im Test die 9 meistverkauften Paprika-Chips, Markenprodukte und Eigenmarken. Denn Paprika ist der beliebteste Chipsgeschmack im Land. Die Zutaten der verschiedenen Sorten sind fast identisch. Wie unterschiedlich sind sie im Geschmack? Gemeinsam mit Marktforschern führt Kassensturz die Publikumsdegustation durch. Die Chips werden in kodierte Schälchen verteilt. Jeder Tester soll 3 Sorten probieren und bewerten. Die Tester kommen zahlreich und nehmen ihre Aufgabe sehr ernst. Ich habe hier gebrannte Stelle. Sie prüfen die Pommeschips auf Aussehen, Konsistenz und Geschmack. Fein. Die Degustatoren wissen genau, wie perfekte Chips schmecken müssen. Ich finde, es muss richtig dick haben, sonst darf nicht zu dünn und auch nicht zu dick sein. Und nicht zu hart darf sein. Also ich finde, das Herz ist gar nicht fein. Also. Wenn es knusprig ist, würzig. Und es muss salzig sein. Und wenn es guten Geschmack hat. Ich liebe Pommeschips über alles. Bischofszell Nahrungsmittel stellen seit 50 Jahren Pommeschips her. Bis diese Kartoffeln Chips sind, dauert es 15 Minuten. Zuerst kommen sie in die Waschanlage, danach in die Schältrommel. Große Knollen werden schon mal halbiert. Grüne Kartoffeln und solche mit schwarzen Stellen im ultravioletten Licht automatisch aussortiert. Das gibt Futtersuppe für Schweine. Markus Züger verantwortet alle Produkte rund um die Kartoffel. Man sagt, Pommeschips steckt Herdöpfel. Etwa 2 Drittel besteht aus Herdöpfel und der andere Drittel ist Fett. Und dann hat es noch ein bisschen Gewürz drin. Zurück zur Degustation. Die Tester wissen nicht, welche Sorten Paprika-Pommeschips sie verkosten. Einige Produkte fallen durch. Es hat so ein bisschen Knusprigkeit gefällt. Das eine war überhaupt nicht würzig. Es hat noch so wirklich nicht so fein, so kaum gewürzt und ganz dünn. Das fand ich nicht so fein gefunden. Auf dem letzten Platz ist die teure Eigenmarke Premium Paprika Chips von Spar. Diese Chips sind etwas dicker als andere. Das ist offenbar weniger beliebt. Note 4,3.
Auf dem zweitletzten Platz die Studio Chips Paprika von Aldi. Und die Brigaronti Chips Paprika von Coop. Beide mit Note 4,6. Ein Kritikpunkt bei den beiden letztgenannten und vielen anderen: Sie haben viele verbrannte, dunkle Stellen. Der Experte von Mikrolieferant Bischofszell erklärt, warum es diese Häufung gibt. Wir hatten ein schwieriges Herdöpfeljahr, qualitativ wie auch von den Mengen her. Jetzt setzen wir aktuell Herdöpfel ein, die schon relativ lange gelagert worden sind. Somit haben sie mehr Druckstellen, mehr Beschädigungen, was die Qualität eigentlich nicht optimal beeinflussen. Etwas bessere Noten für die M-Budget-Paprika-Chips von der Migro. Doch sie waren vielen Testern zu fad. Für Paprika-Chips von Denner und Coop Galidepri gibt es zweimal Note 4,8. Auch diese drei Sorten erhielten Abzüge wegen zu dunkler Stellen. Mit Tempo fahren die geschnittenen Kartoffeln in die Fritteuse. Durch die Geschwindigkeit zieht es die Chips auseinander und sie kleben beim Frittieren nicht zusammen. Pro Jahr isst jede Schweizerin, jeder Schweizer 1 Kilogramm Chips. Am liebsten mit Paprika. Die Chips werden luftdicht verpackt. Das macht sie haltbarer. Außerdem schützt das Luftpolster die fragile Ware. 68.000 Tüten verlassen täglich die Fabrik. Über einiges spricht man in der Pommes-Chips-Produktion lieber nicht. Chips dicken nicht, das ist sicher ein Geheimnis. Denn, Zusammensetzung der Gewürzmischungen und sicher auch Prozessparameter, vor allem beim Frittieren. Welcher Firma Pommes-Chips Geheimnisse am besten ankommen, bewerteten an diesem Tag insgesamt 382 Personen. Und diese Sorten sind die beliebtesten. Rang 3 für die Paprika-Chips von Zweifel, Note 4,9. Auf dem zweiten Platz Micro M Classic, besonders beliebt bei Testern unter 30 Jahren. Testsieger ist Lidl Krusty Krok, eines der günstigsten Produkte im Test, mit der Note 5,1. Die Kassensturz-Publikumsdegustation zeigt, die Degustanten lieben Paprika-Pommes-Chips. Im Rekordtempo sind die über 1000 Proben bewertet und verspiesen. Ein grosses Merci an dieser Stelle aus dem Studio nochmal allen, die mitdegustiert haben. Und vielleicht zum Abrunden Information, die interessant, aber auch keine Überraschung ist. In EM- und WM-Jahr werden mehr Chips gegessen als in anderen. Im Schnitt übrigens ist der Schweizer, eine Schweizerin pro Jahr 1 Kilo Pommes-Chips. Der letzte Auftritt heute im Kassensturz gehört einem Komiker mit dem Sinn für Konsumentenanliegen. Er hat heute eine fixe Idee. Dass man Fixlin-Tücher nicht richtig zusammenlegen kann und sie nachher aussehen wie Pizzateigrollen im Schrank, das wissen wir. Was mich aber wirklich verrückt macht, ist, ich weiss nie, wo das Lin-Tuch anfängt und aufhört. Ist es für ein grosses Bett oder nur für ein 90er-Nest? Da hat es so Zettel drin, wo draufsteht, ja, was es Bio ist, wie man es waschen muss, wo das Lin-Tuch geboren ist, aber nie eine Massangabe. Oder wo die lange und die kurze Seite ist. Man, da drehst du durch. Fix kommt ja eigentlich von fix. Aber ich behaupte, die heißen Fix-Lin-Tücher, weil du nachher fix und fertig bist. Überlegen Sie mal. Morgen auf SRF dreht sich fast alles um die Eröffnung des Gotthard-Basistunnel. Unsere Radiokollegen von Espresso sagen nach der 8, was Konsumentinnen und Konsumenten müssen wissen über den neuen Tunnel bzw. über die neue Zugsverbindung. Und ab 10.15 auf diesem Kanal gibt es die grosse Spezialsendung zum grossen Ereignis mit diversen Staatschefs, mit Künstlern aus allen Himmelsrichtungen und natürlich mit der ersten Fahrt durch den längsten Eisenbahntunnel der Welt. Wir sind
sozusagen am Ende des Tunnels. Jedenfalls für diese Woche. Und wir sind in der Woche wieder für euch da. Bis dann, habt Sorge. Auf Wiedersehen miteinander. Übrigens, falls ihr euch jetzt fragt, was ist mit diesen Bibeln hier bei uns im Studio? Die stammen von einem Demeterhof im Zürcher Oberland aus Wernitzhausen. Das Projekt dort heisst «Huhn mit Bruder». «Huhn mit Bruder». Und da werden die Männchen nicht vergasert. Bis gleich.